Aber es gibt in dieser Welt auch gute Nachrichten. Wenn wir den Blick wieder auf Ostpreußen zurücklenken, dann ist ausgerechnet eine polnische Wahl eine gute Nachricht. Am 15. Oktober gab es die Sejmwahlen in der Republik Polen und in der Woiwodschaft Ermland und Masuren gab es diese Wahlen auch. Und die in den letzten 8 Jahren regierende deutschfeindliche PiS-Partei ist abgewählt worden. Sie ist zwar noch stärkste Kraft, aber sie kann mangels Mehrheit im Sejm nicht mehr weiter regieren. Das ist eine wirklich gute Nachricht, die uns Grund zu der Hoffnung gibt, dass die Diskriminierung der deutschen Volksgruppe, wie sie sich in den letzten Monaten und Jahren eingestellt hat, aufhört. Zur Erinnerung, die PiS-Regierung hat den Deutschen bei ihrem muttersprachlichen Unterricht 2 von 3 Stunden genommen. Nur der deutschen Minderheit, den anderen Minderheiten, wie zum Beispiel der ukrainischen, es gibt auch noch viele andere in Polen, nicht. Eine glatte Diskriminierung der Deutschen. Die Regierungskoalition, die sich jetzt schon gebildet hat und demnächst die Regierung übernehmen wird, wird dieses zurückholen und wieder anders machen. Jeder von uns hat polnische Freunde, die daran mitgearbeitet haben, die intensiven Wahlkampf gemacht haben. Diejenigen von uns, die vor einigen Wochen beim deutsch-polnischen kommunalpolitischen Kongress in Allenstein waren, konnten miterleben, wie engagiert unsere polnischen Freunde für ihre Freiheit eingetreten sind und damit auch für die Freiheit der Minderheiten. Ich darf für alle stellvertretend Jarosław Sloma nennen, der früher mal stellvertretender Bürgermeister von Goldach war, mit dem ich seit 30 Jahren gut befreundet bin und der zwischendurch lange Zeit in der Landesregierung von Ermland und Masuren Mitglied gewesen ist. Er ist einer der engsten Partner von Herrn Tusk. Meine lieben Ostpreußen, alles, was wir brauchen, um weiterzuarbeiten, um Geschichte und Kultur Ostpreußens weiterzuentwickeln, ist Frieden, wie Herr Pfarrer eben auch schon gesagt hat. Wer sich für den Frieden einsetzt, wird Gottes Kind heißen. Lassen Sie uns das tun. Und seien wir uns bewusst, dass der einzige Grund, dass wir den Frieden hier bei uns noch haben, die Existenz und die Funktion der Europäischen Union ist. Diese müssen wir schützen, damit wir das, was wir hier tun wollen und unser Leben im Allgemeinen führen, weiter tun können. Ich heiße Sie nochmal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.